Es sind glückliche Kinder, die Schüler der Darkbrick-Schule in Windhoek. Dabei haben sie ganz sicher kein leichtes Leben. Sie singen und hören sich gegenseitig zu, tanzen, proben für eine Aufführung voller Elan. Die Darkbrick Special School ist eine von nur zwei Behindertenschulen in ganz Namibia. Eine, wie der Name schon sagt, besondere Schule für besondere Kinder und Jugendliche. Unverständnis, Unwissenheit und fehlende Aufklärung erschweren die Arbeit der Schule in der Hauptstadt Namibias. The challenges I face on a daily basis is Hindernisse, denen ich jeden Tag gegenüberstehe, ist die mangelnde Unterstützung der Eltern. Eltern, die die Behinderung ihrer Kinder nicht verstehen, kein Hintergrundwissen, was die Umstände angeht, was ihr Kind braucht und so weiter. Die meisten unserer Schüler kommen aus sehr armen Verhältnissen. Also ist auch die Finanzierung immer eine Herausforderung. Aber das mangelnde Verständnis der Bedürfnisse der Kinder ist das größte Problem. But the understanding for the learner's needs is basically one of the main challenges. Lutz Pfannstiel und seine Organisation Global United kommen öfter hierher, bringen den Kindern Sportklamotten der TSG Hoffenheim, Spielsachen und Dinge, die für die nötigen Therapien wichtig sind. Ich bin froh, dass man da mit Kleinigkeiten helfen kann. Und man sieht es ja auch dann, wenn man die Kinder sieht, wenn sie sich freuen, dass das eine tolle Geschichte ist. Und ich hoffe, dass also diese Zusammenarbeit, das ist mir generell wichtig, nicht nur einmal vorbeizufahren und was dort liegen zu lassen, sondern es soll wirklich kontinuierlich was gemacht werden über Jahre hinweg. Nur dann kann man auch wirklich helfen. Ansonsten ist das alles mehr oder weniger so ein bisschen Proforma-Arbeit und das ist nicht so mein Ding. Die Kinder freuen sich offensichtlich über die neuen Trikots und über den Sport. Und Lutz Pfannstiel freut sich darüber, Freude zu machen und über seine neue, mehr oder weniger aktuelle Mannschaft. Wir sind ein gesamtes Hoffenheim-Team, ehemalige Spielerei im Babel. Den lassen wir noch weg, Lakic in der Mitte. Usami, das japanische Talent. Sebastian Rudi, auch mitten in Namibia. Cedric, kenne ich nicht. Salihovic, immer vertreten. Aber, schau mal, hier in der Hölle. Sind Janet und Gabi. Dreh dich mal um. Die Mittel, die vorhanden sind, sind halt wirklich nur ein Bruchteil, was eigentlich benötigt wird. Und das Traurige daran ist, dass halt viele Kinder dabei sind, die mit ein bisschen mehr finanzieller Hilfe eigentlich ein viel leichteres Leben führen könnten. Das geht halt von der körperlichen Behinderung, wenn man durch einfache Physiotherapie halt die Kinder wieder zum Laufen bringen kann und so weiter. Wenn man die Kinder der Darkbrick-Schule spielen und lachen sieht, macht eine Tatsache dennoch traurig. Viele, beinahe die meisten der Behinderungen, hätten schlicht vermieden werden können. The causes of our learners' disabilities is mainly also due to human-made mistakes. Die Ursachen für die Behinderung unserer Kinder sind üblicherweise menschliches Fehlverhalten. Das mangelnde Wissen über den Missbrauch von Alkohol, Drogen und Tabak in der Schwangerschaft. Selbst bis kurz vor der Geburt trinken einige Mütter Alkohol. Was das in einem Kind auslösen kann, wissen die Eltern einfach nicht. Sie sind sich der Konsequenzen für das restliche Leben des Kindes nicht bewusst. Das ist ein großer Faktor, der Mangel an Aufklärung und Information. Derzeit hat die Schule 120 Schüler und es gibt lange Wartelisten, aber es wird angebaut, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Global United unterstützt die Schule dabei, nicht nur finanziell. Wasserkühler wurden installiert, ebenso wie ein Recycling-System, mit dem die Schule selbst ein wenig Geld generieren kann. The connection of Global United also Die Verbindung zu Global United hilft uns, Aufmerksamkeit zu erregen, auch was Spenden für unsere Schule angeht. Nicht nur hier in Namibia oder unserer direkten Nachbarschaft. Sich einfach bewusst zu sein, dass wir existieren. Daher ist es großartig, dass wir mit Global United im Kontakt stehen. Die Kinder der Darkbrick Special School, besondere Kinder in einer ganz besonderen Schule mitten in Windhoek, Namibia.